Also Leute, wir bauen jetzt einen 2,6 Kilogramm Tabak umfassenden Kopf. Schritt 1, Tabak auspacken. Auspacken. Genau. Da haben wir zu tun. Da haben wir ein bisschen was zu tun hier. So, Sack Nummer 1 von den Kilos ist am Start. Wir nehmen natürlich nicht irgendeine Billig-Traubeminze, sondern den Oldschool-Traubeminze Number 1. Also Alpha. Und da haben wir 2 Kilo Dosen und 3 kleine 200 Gramm Dosen. Das heißt, es sollten, sagen wir mal, mit Schwund in der Dose und pipapo, sollten im Kopf auf jeden Fall 2500 Gramm mindestens landen. Ne? Ein bisschen was bleibt ja immer hängen und so. Konzi, hast du zugenommen? Ich bin schwanger geworden. Du bist fett geworden, so, Junge. Wir starten mal die Entbindung. Du musst mal die Hände drunter halten. Also ich halt drunter und du drückst, ja? Ui, da ist es. Das hier, Leute, wird unser Kopf. Schön, dass du da bist. Ich muss mal gucken, ob das theoretisch passt. Von der Entfernung. Safe. Ja. Läuft. Ja, sollte passen. Sollte passen. Ja. Sinn. What the fuck habt ihr vor? Bitte Erklärung. Ganz einfach. Ja, easy. Willst du es erklären? Nee, bitte erklär. Ich soll es erklären? Okay, also. Wir haben hier insgesamt 2,6 Kilo Alpaka-Traube-Minze. Und diese 2,6 Kilo sollen jetzt hier in diesen wunderschönen Kopf rein und werden dann auf die zwei Most Brees gestellt, die dort gerade nicht zu sehen sind. Ne? Da haben wir uns das Müllsack geholt, in Reihen werden gegessen. Wir bereiten weiter vor. Ja, ich würde sagen, wir spielen eine Runde Schnick, Schnack, Schnuck, wer köpfen darf, oder? Ja, dann auf. Spielt ihr beide mit? Nee, also, ich lasse euch. Nur Schere, Stein, Papier und bis eins. Nur eins? Okay. Ja. Ha! Ja, have fun. Ja, ist super. Ausfüllen darfst du dafür. Möglichst wenig abschneiden. Also schneiden wir erstmal hier, sind wir uns einig? Ja, das ist gut. Gut. Also wir Soll fangen ich an. Halten? Ja, es wäre vielleicht Hinten nicht schlecht. Wenigstens. Aber pass auf, wenn ich ja, hier ja. bin, ne? Wenn du in meine Nähe kommst, gehe ich fort. Ansonsten gibt es einen schönen Live-Unfall im Stream. So, warte. Livestream im Krankenhaus. Ja, das wär's. Ja, wir müssen weiter streamen, ne? Ja, geh weiter. So, Finger weg. Sieht doch schon mal gut aus. Aber vor allem riecht es schon ziemlich geil. Mm, komm, Konzi, oh, gib mal gut. Zunge. So, ich glaube. Oh, Junge. Also, ich sag dir ganz ehrlich, da können wir safe wahrscheinlich noch ein Stück runternehmen. So, wir Geil. Schmeißen das aber nicht weg, ne? Also das machen wir nein, nicht. Nein, ich habe ja extra eine Schüssel mitgebracht. Und wir brauchen noch Zahnstocher, um das dann so über die Kohle zu stecken. Nee, das geht nicht. Das geht. Nein, das Och, kriegt Mann. Zu viel Hitze. Nice. So, das ist mein Snack für später. Ja. Sehr cool. Ich freue mich. Was sagt die Regie als Frau, als filigrane Person im Gegensatz zu... Als Frau, die ja, also, sich mit Kochen aus. Nein. Du bist einfach... Jetzt hast du verkackt. Kopf und Kragen. Du bist filigraner als viele Männer. Weißt du, wir würden das jetzt einfach massakrieren. Ja. Ja, guck mal hier. Oh, nee. Das läuft schon was. Ja, gut, dass ich was drunter gelegt habe. Oh, komm, ich nehme mir erstmal einen Löffel. Ach, ja, danach. Sauge ich jetzt das Ding an, wenn ich wieder reingehe, ne? Ich schnapp mich hier. Oh, die schmeckt ultra lecker. Siehst du mal. Oh, das ist eine ultra gute. Hier. Ja, aber du musst ja den Rand ein bisschen abflachen für den guten Airflow. Mhm. Der Konsti ist eher schon für Snacken vom Airflow. Das ist super. Wie lange ich das schon mal machen wollte. So, Wasser ist raus, Leute. Was haben wir jetzt für ein Gewicht? Habe ich nicht geguckt. Oh, schade. Ich habe auch, wir haben auch leider jetzt nichts zum Tabak abwiegen. Nee. Wir haben keine Waage, die über... Aber so wir haben die Originalverpackung. Wir haben sie alle gerade genau, aufgemacht. Genau, wir haben sie eben gerade alle aus der Originalverpackung Ihr seht geholt. Den Kopfbau live. Ich denke aber mal fast, dass das hier noch zu viel sein wird an Fläche. Konsti wie ein kleines, sehr erwachsenes Kind. Mega nice. Erwachsenes, kleines, dünnes Kind mit dicken Bart. Ja, kommt hin. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir müssen oben noch was wegschneiden. Fast. Ja, aber ich würde sagen, wir machen erst den Tabak rein und schneiden dann weg. Richtig, müssen. Das denke ich auch. Ja. Gut. Also schnappen wir uns mal die Packung. Wollen wir erst die Löcher stechen, sonst kriegen wir gar keine Löcher. Stimmt, müssen wir. Ja, also dumm. Müssen wir jetzt die Pfeifen hinstellen, das Ganze ausprobieren. Hast du schon Wasser rein? Nein, noch gar nicht. Deswegen kannst du Wasser rausgelassen zum Probieren. Also, dann steche ich jetzt mit dem Stift hier außen hin, wenn das irgendwie geht. Jetzt hör auf, die zu zerbrechen. Da hast du deine Punkte. Da. Und jetzt haben wir hier den Lochstecher. Oh nice, ich habe gehofft, dass du sowas hast. Ich bin vorbereitet. Ja, ich habe echt gehofft, weil mit dem Messer ist es richtig schwach. So, zack, guck mal.
Perfektes Loch. Leute, ich hole euch mal ran fürs zweite Loch. Alter, das ist brutal. Guckt euch das an. Hier das zweite Loch. Also das hier war die Markierung, die ich gerade gemacht habe. Genau, und da diesen inneren Ring. Genau. Ein bisschen da. So. Ja. Muss weggehen, sonst habe ich gleich einen Kiefer gebrochen. So. Boah, haben wir noch viel da Fluss. Konsti. So, jetzt haben wir da ja die Löcher schon, Leute. Und jetzt legen wir hier einfach die Siebe so rum da drüber. Hier wird gerade im Chat angemerkt, dass wir das vielleicht mit noch 100 Abos bis 24k. Was? Ja. Ehrlich? Ja. Ernsthaft? Ja. Krank, Junge, dann hätten wir heute 1000 Abos gemacht. Ernsthaft? Ist das ja. euer Ernst? Und jetzt schnappen wir uns Tabak und packen den da locker fluffig rein, oder? Legen wir los. Wir fangen an mit den 200 Gramm Dingern, Leute. Na? Einfach Rinder. Boah, dieses Geräusch, hier. Ne? Ich feiere dieses Geräusch. Schon fast wie, wollen wir nicht aufhören? Können wir nicht. Nee. Mann, warum machen wir sowas immer? Wir reiten uns immer in die Scheiße. Jedes Mal. Und dann während wir es machen, denken wir so, fuck, Alter. Weißt du, wie viele schöne Köpfe wir da hätten rauchen können? Boah, sagen wir mal, 20 Gramm sind in einem Kopf, ne? Ja. Wie viele Köpfe sind dann 2600 Gramm? Dann rechnest du dir hoch. Regie, pack mal Taschenrechner aus. Ja. Na komm. Dann rechne du doch. 100 du bist doch auch so 100 Köpfe wären ein Kilo. Ja. Sind 200 Köpfe? Nee. Und 600, natürlich. 100 Köpfe wären nicht ein Kilo, wenn ein Kopf 20 Gramm sind. Natürlich. Nee. 50. Ja, 50. Siehst du, echt? Konsti macht schon einen auf, das rechnen wir doch im Kopf. Zack, instant verrechnet, weißt ja, du? Ja, Junge, nach wie viel? Drei Viertel des Streams darf man auch brainlich abgefuckt sein. Aber ich habe auch noch hier viel auf dem Tisch liegen. Ne, wir wollen ja. Pass nur auf, dass du keine Melonenflüssigkeit hast. Nee. Also, Leute, ihr seht, auch hier hängen vielleicht höchstens noch 10 Gramm drin. Also 2,5 Kilo dürfen wir auf jeden Fall in diesem Kopf 2,5 haben. 2,5 können wir auf jeden Fall sagen. Es wird wahrscheinlich sogar mehr sein. Ich glaube nicht, dass uns in drei Packungen und zwei Tüten 100 Gramm hängen bleiben. Nee, das glaube ich auch nicht. Und hier neben, wir können ja mal kurz zeigen. Hier liegt jetzt auch nicht so viel rum. Nee, auch noch ein paar Flocken. Guck mal, die können wir noch mit reinwerfen. Also das, was hier drin liegt, reicht eigentlich noch nicht mal für einen normalen Kopf. Nee, das ist ziemlich nass. Nee, es ist nass. Ja, das sieht doch eigentlich ganz geil aus. Aussehen tut's gut, ja. Sieht auch relativ fluffig aus. Hast du was zum... Müssen wir auf jeden Fall. Gibst du mir mal deine Gabel, deine Lochstechergabel, dann könnte man das hier noch so ein bisschen... Du könntest auch über den Dingern so ein paar... Ich möchte hier Löcher reinmachen, genau, das ist ja mein Plan, aber ich bin ja noch so richtig hier. Sieht aus, als hätte ich in Eingeweiden rumgespielt, du. Ja, same. Hi. Ja. Hi, Konsti. Hi. Hi. SWG-Händedruck. Ja, alles fit. Räudig. So, ich so und jetzt ans Ohrläppchen. Mmh, lecker, 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 lecker. Ihr seid so eklig. Wir doch nicht. Verschieben nicht unsere Sieb? Nein, ich bin auf unserem Sieb gerade. Du könntest eigentlich so um die Dinger noch so ein paar machen. Da bin ich gerade dabei, Meister. Sehr gut. So dann gehe ich ganz schnell Hände waschen. Genau, und ich spiele noch weiter mit der Melone und stoche darin rum. Ja. Warum sage ich das eigentlich immer? Ich weiß auch nicht. Fuck. Wenn es ein All-Time-Classic gibt, dann Alfacher Traube Minze. Ich glaube, es ist sogar mit Alfacher Doppelapfel, ist Alfacher Traube Minze eigentlich der Tabak, den es immer gab, den man immer rauchen konnte. Ja. Wo immer jeder wusste, so das gescheites Zeug. Meinst du, das reicht an Löchern oder meinst du, wir brauchen noch mehr? Ich glaube, ich würde hier vielleicht noch eins machen, so in der Nähe vom Sieb, weißt du? Ja. Aber ansonsten war es das, glaube ich. Okay, nächster Schritt wird die Alufolie. Wie viele Lagen nehmen wir, Konsti? Man könnte doch die Wassermelone noch essen. Sinsex, wir haben das extra, also alles, was in der Wassermelone war, haben wir extra in eine Schüssel gepackt. Das können wir dann gleich noch snacken. Auf jeden Fall. Ja, wir wollen ein bisschen Überstand, ne? Also, einmal. Unsere 4 Lagen Alufolie. Ne, wir haben Haushaltsalu genommen. Die kommt dann
hier oben drauf. So. Wir müssen so spannen, richtig? Ne? Aber du kannst es nirgendwo überspannen. Ja, ja, pass auf, du hältst das jetzt so. Ich halte. Ja. Dann muss ich aber woanders hin. So. Vorsichtig, ja. Ja. Jetzt hier, okay. Nicht die Hand von oben auflegen. Nicht die Hand von oben auflegen. Drück den Tabak zusammen, das geht nicht. Ich hab doch nur hier drauf. Ja, aber. Da komme ich gar nicht an Tabak. Aber du hast eine Bullenkraft, Alter, du zerdrückst das Ding. Ey, Konsti, weißt du, was wir machen? Was denn? Wir gehen einmal rundherum mit Panzertape. Lass das flach. Jawohl. Da kommt ja null Hitze ran. Panzerband. Ja. Panzertape. Leute, Gaffe. Es gibt nichts, was Panzertape nicht fixen kann. Wir sind ja Shisha-WG. Wir werden nicht erfinderisch werden. Dieser. Gaffer. Ne, Gaffer. Halt du die Melone am besten. Ich hab die Melone. Okay, dreh die Melone ein Stück. Dreh die Melone auch ein Stück. Halt die Melone. Halt die Melone. Ja, ich hab die Melone. Nee, die dreht sich. Ich hab die Melone. Geh mal hier rüber. So. Siehst du, und deswegen habe ich mir ein Handtuch mitgenommen, was zum Duschen. So. Da müssen wir dann gleich nochmal drüber gehen. Okay, ich muss jetzt die Melone anheben. Mach mal hier erst ab. Boah, Digi, so. Ich hab Angst, dass das Ding uns kaputt geht. So, dreh die mal um. So, ja. Guck mal, hier ist noch... Das ist, weil die überall feucht ist, die Melone. Naja, wir machen jetzt da so noch einen fetten Streifen auf die Seite. Du musst hier auch noch fette Streifen hin machen. Ja, ist überhaupt nichts dicht. Jetzt machen wir erstmal hier einen dicken Streifen hin. Es muss ja nicht super dicht sein, aber es muss ein bisschen geiler werden. Stimmt. So, willst du lieber mit der Gold oder mit der Blau? Ist komplett... Du kriegst die Blaue. Okay. So, Blau, Gold. So, du musst prüfen, weil ich kann nämlich einfach nur absetzen. Ja. Ich sehe gar nichts. Ah ja. Hier so ein bisschen vor, so. Du, ich bin gerade am Essen, warte mal, sieht man das? Ja. Mein Snack. So, wir machen Löcher. Ist das so schön? Wunderschön, ja. Ja, ich weiß nicht, was du wolltest, weil ich gleich so ein Rad drum baue. Achso, genau das. Mann, ich bin richtiger Brainiac. Atombombe auf Wish bestellt. Ja. Ja, Tine Wittler mit dem Mad-Eagle, genau so sieht's aus. Du könntest Kohle holen, kannst du. Willst du die so drauflegen? Ja. Echt? Ja. Das wird durchhängen. Und was willst du da für einen Sieb drüberlegen, hast der nicht genauso runterhängt? Wir können hier jetzt nicht so ein Dingens. Ah. Nein, okay. Kohle holen, geht nicht aus dem Korb. Ja, ich lege erstmal ein paar drauf. Ich esse Melone. Dann kann das schon mal vorziehen. Oh, das knistert. Hast du Schläuche? Alter, der Durchzug ist erstaunlich gut. Wirklich? Guck mal. Ja. Und es raucht sogar schon. Aber es schmeckt räudig. Jetzt schmeckt es nicht mehr räudig. Jetzt raucht es aber auch nicht mehr. Schmeckt gerade nach verbrannter Melone. So langsam geht's aber. Ja? Ja. Ja. Junge, 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 was schmeckt mir aus der verbrannten Melone jetzt am Anfang? Bis es irgendwann richtig Hitze bekommt, ich glaube, ich kann die anderen Kohlen auch noch holen. Ja. Ich glaube, es braucht definitiv ein bisschen mehr Hitze. So, wir haben jetzt wie viele Kohlen drauf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, 17. Hat Konsti was getrunken, ja, könnte man meinen, ne? 18, nein, kommt noch. 18. Oh. Oh. Zu viel Hitze! Marvin, Hilfe! Safe, zu viel Hitze. Also schmeckt zumindest nicht nach Traubenminze gerade. So, ne? Nach Wassermelone Deluxe oder was? Nee, nach Mülleimer. Marvin? Ich finde, das hat einen Touch von Traubenminze. Ein Touch, ja. Aber der Rauch ist halt noch ziemlich mies. Ja, weil wir da nicht genug Hitze haben, ne? Es sieht so geil aus, wie da einfach ein Streifen Panzertape dran ist. Ja, wo ist so der Raucher? Hier ist er doch. Ist er da? Ja. Oh, einmal frei. Konzi ist gerettet. Ich bin gerettet. Und ist besser?
nach wie vor nicht so besonders. Also der Durchzug, muss ich sagen, der Durchzug ist absolut genial. Also du merkst wirklich nicht, dass du hier anderthalb bzw. 2,6 Kilo Tabak hast. Ich kann echt nicht ohne Stress ziehen, einwandfreier Durchzug. Das Problem ist, wir haben noch nicht genug Hitze, dass es irgendwo richtig anfängt zu rauchen. Ich denke, das kann noch safe eine halbe Stunde dauern. Ja? Warte, ich zieh mal bei mir. So, Marvin hier wird jetzt wiederholt nochmal gefragt, wie meine Pfeife heißt. Hawk. Das ist die Hawk. Der Kopf ist Rip PZ, das könnte sein, ja. Was könnte sein? Ob das der Kopf Rip ist. Aber um die Frage nochmal zu beantworten, also derzeit wäre mir ein Kopf Pharma wirklich lieber. Also im Moment, gerade jetzt, ja. Es schmeckt halt einfach nur ekelhaft nach Wassermelone. Was ist? Nix, ich überleg nur. So, was soll er machen? Der Kopf ist obviously in die Hose gegangen. Also er raucht. Er hat einen Bombendurchzug, aber er schmeckt halt scheiße. Er kriegt einfach nicht nur Hitze. Und sobald ich mir Hitze gebe, ist halt echt ekelhaft. Egal. Erzähl weiter, wenn wir uns Windspiel, ich zieh noch ein bisschen an.